Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit ungefähr 15 cm weniger Haar. Ich war beim Friseur und habe ein bisschen was abschneiden lassen. Aber ich finde es richtig gut, ich fühle mich damit richtig frisch und ja, habe heute für euch diesen Look geschminkt, den ich jetzt aktuell trage. Und zwar besteht der aus Rossmann-Bestsellern. Ich habe im Rossmann-Online-Shop mal danach gefiltert und habe mir da ein paar Produkte rausgesucht und mit denen das Make-up geschminkt, um zu gucken, kann ich nachvollziehen, warum das Produkt ein Bestseller ist, warum es so gut verkauft wird, wie es es scheinbar tut. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin, von meinem müden, blassen Pickelgesicht vorher, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wir starten mit diesen beiden Sachen. Ich weiß nicht, ob die sich vertragen werden. Das ist einmal von Catrice, dieses Soft Glam Filter Fluid. Das habe ich bei den Foundations gefunden und das hier bei den Primern. Riva Loves Me Hollywood Glow Face and Body Luminizer. Ich habe beides schon vorher ausprobiert. Den finde ich eigentlich ein bisschen zu dunkel. Also als reinen Highlighter getoppt, macht der eher so einen streifigen Effekt auf heller Haut. In eine Foundation gemischt ist es okay. Unter einer Foundation ist es grenzwertig. Und da die hier eigentlich nur wirklich sehr soft ist und nicht so eine richtige Foundation-Deckkraft hat, weiß ich jetzt nicht, ob sich das verträgt, aber wir probieren es einfach mal aus. Ich habe als Base eine Sonnencreme drauf, deswegen glänzt meine Haut schon so ein bisschen. Mal sehen, was am Ende hierbei rauskommt. Also dieses Soft Glam Filter Fluid Dingsbums hat so einen größeren Applikator. Da mache ich mir jetzt mal direkt was aufs Gesicht. Und dann würde ich sagen, von diesen Glitter-Dingsbums mache ich mir ein bisschen was auf den Handrücken. Ihr seht, wie dunkel das ist, ne? Und dann gehe ich, wo habe ich es? Da, mit meinem Schwämmchen da rein. Und dann würde ich das jetzt einfach so zusammenbringen. Also an Frische ist das hier gerade wirklich nicht zu übertreffen. Und bei diesem Primer, also so glitzerig der auch aussieht, auf der Haut sieht man jetzt keine gröberen Schimmerpartikel. Das verbindet sich ganz gut mit der Haut. Es macht halt wirklich nur eine recht starke Leuchtkraft. Aber ich muss sagen, diese Art und Weise, so wenig von dem Primer mit reinzumixen, das hat ganz gut geklappt. Also ich sehe jetzt hier nicht irgendwie, dass es fleckig ist oder sowas. Es hat wahrscheinlich Es hat wahrscheinlich das Catrice-Produkt um Müh dunkler gemacht und eben noch mal ein bisschen intensiv schimmernder. Aber ich finde eigentlich, das ist ganz okay. Also von der Deckkraft, ne, kann man nichts erwarten. Das hat einfach keine wirkliche starke Deckkraft, sondern einfach nur ein bisschen Pflege und Farbe und halt vor allem Glow. Aber jetzt brauche ich dringend Concealer. Und zwar war bei den Bestsellern mit dabei von Riva Loves Me der Skin Optimizer Under Eye Concealer. Es waren überhaupt sehr viele Eigenprodukte von Rossmann mit dabei, also sprich von Rival de Loop und Riva Loves Me. Weiß man natürlich immer nicht, ist das so ein Ding, was Rossmann steuert? Also wisst ihr, was ich meine? Dass Rossmann steuert, dass da einige Produkte auf den vorderen Seiten gelistet werden, auch wenn sie jetzt in Wirklichkeit nicht unbedingt Bestseller sind oder ob es wirklich Bestseller sind. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ich will da nichts unterstellen mit. Ich mag die Marken sehr gerne, also das wisst ihr auch, die seht ihr ja immer wieder in meinen Hauls und in meinen Videos. Ich finde, die Rivalmarken haben wirklich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gefallen mir nicht alle Produkte, aber einige sind wirklich toll. Aber bei manchen Sachen habe ich mich das schon gefragt, ob die wirklich so krass bestsellermäßig verkauft werden vor anderen Produkten, wo ich weiß, die werden auch auf anderen Seiten als Bestseller gelistet. So, mit Concealer ist das Ganze schon mal ein bisschen besser. Also meine Augen sind momentan einfach wirklich sehr, sehr müde. Die Augenringe sind stärker. Kriege ich aktuell nicht so gut weg. Deswegen, da sieht es jetzt nicht optimal aus, aber ansonsten finde ich es so jetzt von der Deckkraft her so, dass ich es tragen würde im Alltag und trotzdem ist eben noch sehr, sehr viel Glow vorhanden. Also diesen Concealer finde ich ganz gut. Die passende Foundation dazu finde ich nicht so gut. Die ist mir persönlich
zu maskenhaft, zu stark. Also von der Textur sieht sie so draufgeklatscht aus, aber der Concealer, der ist ganz okay. Also für einen günstigen Preis kann man das gut machen. Würde ich aber trotzdem nicht über meine liebsten Concealer von Catrice und NYX setzen. Das Puder hier, das wundert mich nicht. Das ist auf sämtlichen Seiten mit als Bestseller gelistet. Maybelline Fit Me Matte & Poreless Powder. Ihr seht, ich habe es schon sehr gut verwendet oder sehr häufig verwendet. Hat hier auch noch so eine kleine Puderquaste mit dabei. Ich werde hier jetzt erstmal den Concealer unter meinen Augen mit setten. Das gibt es in wirklich sehr vielen verschiedenen Farbtönen. Das ist natürlich immer ein Pluspunkt bei so Marken, aber Maybelline ist halt auch eine Marke, die kann sich das auch erlauben, ne? Von einer Sache wirklich super viele verschiedene Farben zu produzieren. Ich habe die Farbe 120 Classic Ivory. Ich werde das hier auch einmal an meiner oder auf meiner T-Zone so ein bisschen einpressen. Aber im restlichen Gesicht warte ich noch mit dem Abpudern, weil ich gleich noch ein Cremeprodukt verwende. Aber ich werde hier nochmal außer der Reihe für meine roten Pünktchen da oben und unten, werde ich hier nochmal so einen Puder-Concealer verwenden. Der kann die so ein bisschen abdecken zusätzlich. Der ist übrigens von der Marke Annabelle Minerals. Ich kann mal versuchen, wenn es ihn noch gibt, ihn euch rauszusuchen und zu verlinken. So, dann komme ich zum Bronzer. Das ist eben das Cremeprodukt, von dem ich eben sprach. Catrice Melted Sun Cream Bronzer. Den habe ich in letzter Zeit häufiger benutzt. Ich gehe da rein mit einem Make-up-Buffer-Pinsel. Und ihr werdet gleich wahrscheinlich überrascht sein, wie stark der pigmentiert ist. Auch wenn ich da wirklich nur kurz reingedippt habe. Ich habe da letztens einmal wirklich drin rumgerührt mit diesem Pinsel und es war sehr viel Farbe. Deswegen bin ich jetzt etwas vorsichtiger damit. Also es ließ sich trotzdem noch verblenden, aber man muss ja nicht so viel Farbe draufklatschen, finde ich. Ich habe den übrigens in der dunkleren Farbe, also es gibt ihn noch eine Nuance heller. Aber ich finde jetzt auch die dunkle Farbe zu meiner hellen Haut nicht unpassend. So, man könnte den natürlich noch kräftiger aufbauen, wenn man das möchte, ne? Ich gehe jetzt nochmal hier mit einer zweiten Schicht drüber, damit man es eben nochmal ein bisschen kräftiger sieht. Die Seite ist immer so ein bisschen meine Problemseite. Ich weiß nicht, weil ich hier so eine Einbuchtung im Gesicht habe, wodurch sich immer so ein kleiner Fleck hier sammelt. Das ist ganz oft bei Bronzern so, dass das hier auf der Seite ein bisschen fleckiger aussieht als auf der Seite. Aber ich glaube, es geht jetzt so. Ich pudere es jetzt nochmal ab mit einem fluffigen Pinsel und eben dem Maybelline Puder. Und mache mit einem weiteren Teintprodukt weiter. Und zwar war bei den Bestsellern mit dabei von Essence dieses Kissed by the Light Illuminating Powder. Das gibt es ja auch in zwei verschiedenen Varianten. Einmal eben mit diesem Pink drin und einmal ohne das Pink drin. Ich habe beides. Ich mag beides ganz gerne. Das ist einfach so ein Mix. Gab es früher auch schon von Essence, nur in einer anderen Form. Aus Bronzer Blush Highlighter, würde ich sagen. Und ich gehe da gerne mit so einem fluffigen Pinsel rein, dippe da so ein bisschen rein. Und dann gebe ich mir das so auf die Wangen. Hab dann eben einen Mix aus so ein bisschen Bronzer-Topper, bisschen Blush und eben bisschen Highlighter, bisschen Glow. Und das funktioniert sehr gut. Das ist ein sehr unkompliziertes Produkt. Ja, damit wäre meine Base fertig. Ich bin hiermit tatsächlich nicht ganz so zufrieden. Also ich finde, heute sieht das wirklich sehr noch fleckiger aus als sonst. Kann aber auch sein, ich hatte Selbstbräuner über Nacht drauf. Vielleicht habe ich auch ungünstig drauf geschlafen, dass ich das irgendwie... Also ich finde, es sieht so ein bisschen streifig aus. Kann auch daher kommen. Aber hier seht ihr ja, wie der Bronzer funktionieren kann, ne? Okay, dann komme ich zum Augen-Make-up.
Das wird jetzt heute gar nicht zum Outfit passen, aber egal. Diese Palette hier ist unter den Bestsellern mit dabei. Und da habe ich mich nämlich, glaube ich, am meisten gefragt, stimmt das jetzt wirklich? Also die Palette ist von außen wunderschön. Ich habe sie selber gekauft, ne? Also kann schon sein. Aber so von innen, es ist halt keine so Mainstream-Palette, ne? Und also es wurden auch andere Paletten noch vorher genannt bei den Bestsellern. Die habe ich euch aber vor kurzem erst reviewed und irgendwie, ja, deswegen bin ich jetzt bei der Palette hier stehen geblieben. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich einen etwas passenden Look jetzt schminke. Da sehe ich diese Farbe auf jeden Fall, die dafür ganz gut in Frage kommt. Ich habe diese Palette auch schon öfter mal verwendet. Ich finde die okay. Für eine günstige Drogeriepalette ist das durchaus ganz gut. Sie hat leider keinen Spiegel, deswegen muss ich hier parallel mal so reingucken. Also ich gehe jetzt in diesen Farbton, den ich euch gezeigt habe. Das ist so ein leichter Duochrome-Farbton. Und ich benutze den jetzt mal ohne eine klebrige Base. Ich hoffe, das funktioniert. Also hier könnt ihr den Farbton einmal sehen. Der changiert so ein ganz bisschen ins Grünliche. Achso, ich hole euch dich daran. Man sieht ihn sehr wenig, also vielleicht benutze ich doch gleich nochmal den Primer. Aber ich möchte das erstmal jetzt als Basis so auftragen. Die Palette hat tatsächlich nur zwei matte Farbtöne und zwar einmal dieses Weiß und diesen Beere-Farbton in der Mitte. Eigentlich würde ich den jetzt ungern verwenden, weil ich das doch eher so ein bisschen bräunlich haben möchte. Ich nehme mal die Farbe daneben, die Farbe Orbit. Die ist zwar nicht matt, aber jetzt auch nicht super stark schimmernd. Ich versuche die einfach mal so ein bisschen in der Lidfalte aufzutragen. Soft, aber es geht. Dann möchte ich ja eigentlich immer noch gerne so ein bisschen schattieren. Ich habe das gestern mit diesem Farbton gemacht. Das ist ganz nett, aber eben sehr warm auch. Ich versuche mal ein ganz bisschen in diese Farbe zu gehen. Ich dippe da ganz leicht mit dem Pinsel rein, klopfe den ab. Ah ja, das ist okay. Weil ich mag solche etwas schattierten Augen-Make-ups, so diese Tiefe, die dadurch erzeugt wird, immer lieber als so platte Augen-Make-ups. Also an mir persönlich mag ich das einfach lieber. Ist natürlich Geschmackssache. Am unteren Wimpernkranz würde ich mal diese Farbe hier ein bisschen auftragen. Zodiac. Das ist so ein violett-blau, aber eher ein bisschen kühler. Hätte ich auch zum Schattieren nehmen können. Gib das hier nochmal so ein bisschen außen drauf. So, jetzt möchte ich aber die Hauptfarbe nochmal ein bisschen intensivieren. Ich nehme den NYX Glitter Primer. NYX gibt es ja leider nicht bei Rossmann. Das wär's. Das würde ich mir wünschen. Und dann auch mit Theke in meinem Rossmann. Weil NYX hat eben meinen liebsten Glitter Primer und auch neben Catrice meinen liebsten Concealer. Kann man natürlich easy online bestellen, aber Rossmann hat ja auch immer so nette Prozente, ne? Das wäre natürlich mega cool, wenn man sowas auch ein bisschen mit Rabatt shoppen könnte. So, wird ein Schuh draus. Jetzt kommt auch dieser Duochrome-Effekt viel besser zur Geltung. So, jetzt ist es aber tatsächlich eher so ein bisschen in diese lila Richtung gegangen, statt in die bräunlich-beige Richtung, aber trotzdem ist es dezent und ich glaube, es ist ganz okay. Ein bisschen gekrümelt hat es aber. Das Ganze werde ich jetzt mal vervollständigen mit Eyeliner und Kajal und dann mache ich gleich mit der Mascara weiter. So, und zwar ist auf der Rossmann-Seite die Maybelline Sky High Mascara
einer der absoluten Bestseller. Maybelline Mascaras sind eigentlich durch die Bank weg gut. Einige auch sehr gut. Einige auch nur gut. Die Sky High Mascara, was sie macht, ist eine schöne Länge. Sie hat eine Gummibürste, die ist relativ flexibel. Die ist angenehm am Auge, also überhaupt nicht kratzig, hat relativ kurze Borsten. So, das wäre jetzt eine Schicht. Ist für mich persönlich jetzt auch ausreichend. Ich mag es eher nicht, Mascara zu schichten, weil man da Gefahr läuft, dass die Wimpernhärchen noch mehr verkleben. Ich gebe hier jetzt nur noch mal so ein bisschen was an die Spitzen und stempel mir hier noch mal ein bisschen Mascara schmuckvoll ins Gesicht. Boah, die hat heute aber ordentlich abgestempelt, du. Ja, aber das Ergebnis finde ich wirklich ganz schön. Ich finde, es gibt Mascaras, die machen einen besseren auffächernden Effekt. Das mag ich dann einfach nochmal lieber. So sieht es jetzt nach nicht so krass vielen Wimpern aus, sondern eher so einzelne Stränge sehr betont. Aber ist schon ein sichtbarer Effekt, ne? Ist jetzt nicht schlecht, definitiv eine Mascara, die kann man sich gut angucken. Für die Augenbrauen hatte ich mir eigentlich aufgeschrieben, als ich das Video geplant hatte, den Riva Loves Me Microblading Pen zu benutzen. Den hatte ich zu der Zeit, den habe ich aber vor kurzem aussortiert, weil ich den gar nicht mochte. Ich mochte die Farbe nicht an mir. Ob das jetzt noch einen Grund gab, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber naja, ich habe ihn halt nicht mehr. Da lässt sich nicht dran rütteln. Dann komme ich zu den Lippen. Maybelline Lifter Gloss. Der ist, glaube ich, auch immer bei so Bestsellern mit dabei. Ich benutze hier vorher nochmal so einen leicht getönten Balsam und dann mache ich den Lifter Gloss gleich oben drauf. Ich habe ihn in der Farbe 002 Ice. Auch der speziell ist bei den Favoriten oder bei den Bestsellern mit dabei und der ist auch einfach geil. Der macht einfach einen richtig guten Job. Macht die Lippen super schön glänzend, füllt sie so ein bisschen auf, dass man einfach so diese trockenen Lippenfältchen nicht mehr sieht. Er hat einen süßlichen Duft, ein ganz angenehmes Tragegefühl. Und das ist jetzt eben so eine super neutrale Farbe, benutze ich eben hauptsächlich als Topper. Gibt es aber auch mit kräftigerer Pigmentierung. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Farben, die man da nutzen kann. So, zum Schluss kommt noch ein bisschen Fixing Spray drüber. Das benutze ich jetzt zum ersten Mal. Riva Loves Me Setting Spray in dieser schwarzen Variante. Ich glaube, es gibt auch noch ein zweites. Mal gucken, wie mir so der Sprühnebel gefällt oder die Masse, die da rauskommt. Oh, das erinnert mich sehr an so ein Blumensprühdings. Kommt sehr viel raus. Hat auch einen Geruch. Riecht so ein bisschen, kann ich jetzt aber nicht beschreiben, nach was. Brauche ich jetzt persönlich nicht in meinen Make-up-Produkten einen Duft, also auch nicht bei dem Lipgloss, wäre es jetzt für mich persönlich nötig gewesen. Also das ist jetzt ein Fixing Spray ohne Glow, also das verleiht jetzt dem Gesicht nicht noch irgendwie zusätzlich Schimmer oder sowas. Zieht auf jeden Fall super schnell ein, hinterlässt auf jeden Fall kein unangenehmes Gefühl, auch keine Wasserflecken auf dem Gesicht, auch wenn da relativ viel raufkommt. Hier ist schon ein bisschen nass jetzt geworden, aber an sich, aber auf dem Gesicht ist es jetzt überhaupt nicht unangenehm. Ob das jetzt das Make-up so gut fixiert, kann ich natürlich jetzt gerade noch nicht sagen. Das ist jetzt für mich so eine First Impression. Das werde ich nochmal ein bisschen länger testen. Aber an sich so der erste Eindruck, auch wenn da jetzt viel rauskam, es war trotzdem sehr erfrischend und wie gesagt, macht keine Wasserflecken und zieht super schnell ein. Okay, dann ist das jetzt mein Look mit Rossmann Bestsellern. Ist jetzt relativ schlicht geworden, also nicht viel Farbe auf den Augen, nicht viel Farbe auf den Lippen, aber ich finde, das passt heute ganz gut. Die Wangen sehen frisch aus durch diesen Essence
kleinen Blush-Anteil mit drin. Also der macht schon wirklich ein bisschen Farbe. Und ich finde, das Gesicht ist wirklich sehr schön glowy, sieht sehr schön frisch aus, auch wenn ich keine Foundation oder keine richtige Foundation verwendet habe. Und das gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ja, was sagt ihr zu dem Look? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann war es das für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt ein paar schöne Tage, macht es gut. Ciao, ciao.